So, hier ist wieder Czerny mit Jurassic World Evolution. Genau, ich habe jetzt eine Mission gekriegt, dass ich hier mich um bestimmte Dinosaurier kümmern muss, die heilen muss. Jetzt werde ich den hier. Das ist jetzt ein Fleischfresser. Der wird jetzt. Der muss jetzt hier behandelt werden. Das ist ein Fleischfresser. So ein Ding zwischen Raptor und diesem Chorid. Wie heißt der? Ceratosaurus. Von der Größe her. Der ist hier so. Na, was steht da? Wie groß ist der? 10 Meter Länge. Der ist, glaube ich, nur 5 oder 7 Meter lang. Ich weiß nicht genau. Also nicht ganz so groß wie ein Ceratosaurus, aber hier ist zumindest alles schon mal gegeben. Er hat Zugang zur Futterquelle und Zugang zum Wasser, zur Wasserquelle. Jetzt müssen wir darauf warten. Keine Sorge. Okay, dann können wir den direkt impfen. Fahren wir da selber mit dem Auto hin. Ja, perfekt, dass er da steht. Ich werde ihn eh nicht treffen. Treffer bestätigt. Nähern uns Produkt. Ja, das müsste eigentlich schon ausreichen. Bin ich der Meinung. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es ja. Was macht er denn? Hallo, ich ziele ganz anders. Der sieht auf jeden Fall sehr fein aus. Also ich finde den sehr hübsch. Ja, super. Nochmal oder was? Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Sehr schön. Das heißt, die Mission ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man diese Dinge auch noch alle voll machen kann. Das wär's natürlich. Wir können sie nicht nur zum Leben erwecken, wir können sie auch heilen. Ich habe die neuesten Laborberichte und unser Dino ist geheilt. Krankheitsfrei. Job erfolgreich erledigt. So, dann haben wir das nämlich auch. Ich wollte schon ewig mal in die Küche gehen, mir was zu trinken holen. Das werde ich auch gleich machen. Ich weiß noch nicht wann. Haben wir hier schon mal einen schönen Puffer, der wird aber auch gleich weg sein, wenn wir dann spätestens ein neues Kraftwerk gebaut haben. Das können wir auch gleich noch machen. So, dann gucken wir uns den kleinen Kameraden mal an hier. Wo ist er? Ob er auch zufrieden ist, ja gut, er braucht Wald, aber ich finde den sehr, sehr cool. So ein T-Rex-ähnliches Tier. Coole Färbung auch. Aber das ist, ja, man sieht schon, also T-Rex ähnlich, weil T-Rex sind ja auch Einzelgänger und dieser hier halt auch. Das sieht man an diesem Sozialbalken. Jetzt kriegt er ein bisschen Wald. Das müsste eigentlich ausreichen. Hier unten an dem Sozialbalken halt, ne, wenn ich jetzt noch einen davon herstellen würde, also ich sage immer herstellen, also ausbrüten würde. Was ich ja noch nicht kann, weil ich diese Dings, das ist ja jetzt aus einem anderen Park gekommen, beziehungsweise ja, aus einem anderen Park gekommen. Sehr, sehr schönes Tier. Sehr, sehr schönes Tier. Auch mit den Augen, mit diesen vorstehenden Lappen am Auge. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ja. Dann lassen wir den erstmal hier, dann werden wir noch ein anderes, irgendwann ein anderes Gehege bauen. Für Fleischfresser. Der Diplodocus fühlt sich, denke ich, auch ganz wohl bei uns. Könnte ein bisschen mehr Wald sein und ein Kollege wäre nicht schlecht, aber da ich den ja auch noch nicht habe. Das müsste jetzt ihm ausreichen, denke ich.
Ja, bald ist auch fast auf 100%. Was sagt der Triceratops? Der ist auch zufrieden. Der könnte auch noch einen Kameraden gebrauchen. Das machen wir jetzt auch gleich. Der ist natürlich auch cool, ne? Triceratops. Ich weiß nicht, kann sein, dass der ein bisschen aggressiver ist als der. Ne, der Triceratops ist aggressiver, also angriffslustiger zumindest. Ja, dann machen wir den trotzdem. Der wäre ja auch teurer. Finanzielle Sicherheit ist fast genauso wichtig wie persönlich. Nein, das, wir machen keine Missionen von ihm. Noch nicht. Nur erstmal von Dr. Dur. Aufträge helfen bei der Forschung. Die Forschung ist die Grundlage, auf der die Jurassic World aufgebaut ist. Jetzt können wir hier nochmal reingucken. Und Ankylosaurus. Sehen Sie nur, was wir hier haben. Einen neuen Auftrag. Lass mal kurz Fangformation. Alles, was ich jetzt so Neues entdeckt habe, wird dann halt in diesem kleinen Führer hier so ein bisschen abgespeichert. Donald Jannard, das ist der, der vom T-Rex gefressen wird, wo er auf dem Klo sitzt. Robert Malden ist der Großwildjäger. Genau, von John Hammond persönlich rekrutiert. Das kann man sich alles durchlesen, wenn man will. Neue Krankheit, genau so. Dann haben wir das nämlich auch wieder. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch den gelben Punkt wegmachen. Dann können wir nämlich, dann wird nämlich deutlicher, wenn wir dann wieder einen Schritt weitergehen und wir neue Sachen erforschen können, wo wir noch nicht waren, beziehungsweise was neu dazugekommen ist, so. Jetzt haben wir, was hat sie denn uns jetzt verkauft hier? Die Heilung. Die Heilung, die Heilung. Entschuldigung. Oh je. Ja, die Heilung. Aber hier ist nichts, was jetzt, dann haben wir das wahrscheinlich auch gleich gekriegt als Genommodifizierung. Die Heilung. Das hatten wir aber vorher schon, oder nicht? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Starke Heilung hier. Das ist, glaube ich, dazugekommen. So, wir haben ja nichts verändert. Jetzt gucken wir mal, der ist fertig. Dann machen wir den, lassen wir den mal frei, da freut er sich. Ja, Video 12 ist jetzt zu 50% hochgeladen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich habe das hier auf meinem zweiten Monitor. So. Den habt ihr ja schon mal gesehen, deswegen habe ich das jetzt abgebrochen. So, jetzt kann er sich nicht entscheiden, ob er trinken soll oder fressen soll. Also, was bekämpfen die sich auch so? Jedenfalls unterhalten sie sich irgendwie, ne? Wie weit ist der Kollege denn? Ist ja auch, ist auch ein 100er, okay. Das ist doch gut. Dann können wir die so lassen. Du musst jetzt erstmal was essen und was trinken, Freundchen. Man könnte jetzt noch mehr keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wie es, bitte. Schreibt es einfach rein, wie es, wie es richtig heißt. Ich kann es mir jetzt nicht. 39%, okay. Was sagt die Parkwertung? Wir könnten ja mal sowas wie ein bisschen was für die Zuschauer tun.
oder für die Gäste mal so ein Fastfood-Laden oder keine Ahnung. Hier ist ja schon ein bisschen was. Kleiderladen war jetzt das letzte, was ich gebaut habe wahrscheinlich, oder das erste. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wollen die mal was zu essen haben. Also sollen sie auch was kriegen. Der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Was ist das denn? Ja, so, das ist so, okay. Das heißt, Souvenirladen, Fastfoodladen. Die auch mal ein bisschen was zu schnabulieren haben. Warum ist das jetzt so extrem runtergegangen? Geringe Vielfalt. Annehmbare Zufriedenheit. Ich weiß jetzt auch nicht, was es hier zu kaufen gibt. Die nur T-Shirt hat die auf 19 gesetzt, war eigentlich immer ganz gut. 688, das ist gut. So. Genau, das hatte ich ja. Gut. Ja, der Diplodocus Triceratops. Man kann hier ja noch mehr Dinos reinsetzen jetzt. Was auch vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, wenn ich denn welche habe, die. Davon können wir zum Beispiel ein paar machen. Die sind immer ganz. Und ich dachte, dass ich hier die einzige kompetente Person wäre. Die bringen jetzt zwar von der Bewertung her nicht so viele Punkte, aber sie bringen halt Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Rufbelohnung, Grabungsertrag, Expedition. Und das ist ja schön. Das heißt, Expeditionszentrum, Grabungsertrag, der kommt dahin. Das ist doch sehr schön. Dann gibt es jetzt höherwertige Regeln bestimmt, beziehungsweise auch zusätzliche. Wir wollten noch ein Kraftwerk bauen, ne? Genau. Ich weiß nämlich allerdings jetzt nicht. Ah, das ist ja perfekt, dass es hier hinpasst. So, wir müssen noch Zuwägung machen. Ist gar nicht angeschlossen, Ort. Okay. Jetzt aber. Da oben stört es jetzt nicht so, dass es, ne. So, dann, das war den Frei, den kennen wir ja auch schon. Von dem anderen, von der anderen Insel. Ja, genau. Hier bauen wir ab. Forschung irgendwas? Nein. Was hätte ich denn jetzt? Das war das mit den Kraftwerken, genau. Was hat er eigentlich für eine Bewertung hier? Das würde mich ja mal interessieren. 115. Und was bringen die 105, aber davon kann man zwei bauen. Also die vertragen sich auch zu zweit. Bin ich fast der Meinung, dass man die macht. Dann haben wir 210. Beziehungsweise sind die modifiziert wahrscheinlich, ne? Ja, hier. Aber selbst dann sind sie noch bei 102. Das ist auch 204. Man muss hier halt jetzt ein bisschen auf die Dingens achten. Dann werden wir das jetzt auch machen. Raptoren sind jetzt noch, da habe ich noch nicht genügend Platz für. Wobei ich aber auch, es gibt noch einen ähnlichen, einen vor der Zeit der Velociraptoren gab es noch eine andere Raptorenart, die eigentlich genauso aussieht, nur aber da möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Die kann man auch noch kriegen. Ja. Die werden auf jeden Fall
Die sind nicht ganz so aggressiv wie diese. Und die bringen zwar auch nicht so viele Punkte, aber da kann man mal locker so 5 Stück in einem Gehege halten. Und die versuchen nicht ständig auszubrechen, ne? Das ist halt bei den Raptoren, ist das nun mal so. Also wenn ich jetzt keine Stromausfälle habe, dann ist ja super für die letzten paar Sekunden. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Gute Arbeit beim Erfüllen des Auftrags. Es ist wichtig, während Verhalten... Weiß gar nicht, worum es ging überhaupt. So, Freunde der Nacht, also meine Zeit ist wieder um. Oder unsere Zeit ist wieder um. Wenn es euch gefallen hat, bis hierher, dann lasst doch einfach mal einen Daumen da. Ich werde mir jetzt in der Küche was zu trinken holen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und ja, bis dahin, euer Czerny. Ciao.